bin Sir Eigentopf. Sterbt! Ninja Luther! Sterbt, ihr Heuchler! Was ist das denn? Er hat auch keine Wolke? Sehr merkwürdig. Trotzdem, ihr habt euch eine Belohnung verdient. Kommt zurück zu mir. Hurtig, hurtig. Seid wieder da. Dann wollen wir euch mal belohnen, was? Zu dumm, diese Sache mit meinen Ex-Gefährten. Wenn keiner von denen die Beute der Gruppe gestohlen hat, wer war es dann? Ihr dürft euch ein Teil aus dieser Truhe aussuchen. Nur eins. Sie steckte die ganze Zeit in der Truhe. Oh, welch grausame Ironie. Diese Quest war finster und ironisch. Ein tiefer Einblick in die Doppelzüngigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen. Und jetzt kommt zu mir, damit ihr mir erklären könnt, was ich da gerade für einen Scheiß verzapft habe. Dieses Tages geht. Ich
über zwei Waffen. Ich bin unbesiegbar. Ich darf dem Bösen nicht unterliegen. Wir sind unabhängig.
Walzer! Thank you.
und sterben! Der Schatten kriecht! Doch der erste Tag zieht sich niemals zu! Handgranate des Hölls aus! Wohlan! Möge der Hand des Urteils wahrhaft zuschlagen! Das Buch der... Huh?
Zauberei ist für den Arsch. Es lebe die Technik. Auf bald! Eins von euch muss weg. Zauberei! Mumpitz! Geht doch nichts über eine Kanone! Ich bin nur ein bescheidener Händler. Und dies sind meine Waren. Damit richtet ihr eine schöne Sauerei an. Eine wahrlich weise Entscheidung, o weiser Entscheider. Lass die Kugeln! Was Waffenwünsche angeht, seid ihr hier richtig. Ihr müsst geheilt werden, dringend. Habt euch wohl! Hier. Wartet, Moment noch. Ich lasse den Drachen in einer Sekunde auf euch los. Ich muss nur noch meine Kamera klar machen. So, jetzt. Ich werde die Aufnahmen, wie ihr starbt, mit Dubstep-Musik untermalen und massenweise Klicks im Echonet einfahren. Oh, das wird geil. Okay, dann Kamera läuft. Der Drache vom Anfang des Spiels nähert sich. Würfelt die Initiative aus! Lass sie nicht ich so einfach übertölpeln! Deckung und Bett ausbetteln! Rodent-Zeit, Mutz! Hör mal, nächster Mist! Ich bin unbesiegbar! Oh,
würdest du sie jetzt bitte endlich Beute, blöd machen? Beute, Baby! Geil! Und wie? Menno, was für ein Mist! Na gut, dann kommt halt hoch, dann bringe ich euch eben selber um. Oh, wartet, ich schließe euch die Tür auf. Hinab in den muffigen Dungeon. Und es ist euch arschpeinlich, wie leicht euch der Hexer in die Falle locken konnte. Viel Glück beim Versuch, aus meinem Dungeon zu entkommen, ihr Arschgesichter. War mir ein Vergnügen. Wie kommen wir zurück in die Stadt? Gar nicht. Ihr seid gefangen. Aber ich will Nebenquests machen und so ein Zeug. Oh, guter Einwand. Plötzlich passiert das hier. Hilfe! Klingt wie eine Gefangene oder sowas. Vielleicht kennt sie einen Weg hier raus. Dann sollten wir sie suchen. Danke für die Tat. Münzen für Patronen, Patronen für Münzen. Eine wahrlich weise Entscheidung, o weiser Entscheider. Da vorhin. Du kannst uns nicht einfach zwingen, in eine Falle zu gehen. Wir brauchen wenigstens eine Chance, ihr zu entkommen oder so. Tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass ihr in einer Runde so weit kommt. Ich habe diesen Teil gar nicht vorher geplant. Ich improvisiere gerade. Ja, aber laut den Regeln...
Lilly, da unten prügeln 6 Leute gerade Informationen aus einem Hyperion-Spion raus. Und du erzählst hier was von Regeln? Ist das dein Ernst? Hallo, ich bin Simon, Zauberer. Schöne kennenzulernen. Ich habe euch gerade verhext. Keine Bange, es ist ein echt cooler Zauber. Ihr könnt jetzt tata mit den Toten reden. Wie gesagt, sau cool. Als Gegenleistung für dieses Geschenk werdet ihr meinen Bruder Edgar finden. Geht zu den Leichenhaufen, die der Hexer aufgestapelt hat, erweckt ein paar Tote zum Leben und schaut nach, ob Edgar darunter ist. Ja genau, ihr könnt jetzt auch Tote erwecken. Gern geschehen. Und jetzt verschwindet. Thank you.
Leuchte! Jetzt in der Nähe eines der Leichenhaufen. Geht einfach hin und berührt die Leichen. Damit erweckt ihr sie. Oh, ist Edgar da drin? Nö, sieht nicht so aus. Er hätte eine Krone auf. Tötet sie einfach alle wieder. Sie sind's gewohnt. Hier kommt ein Eier, Knacke! Oh!